Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist er. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, was ihr im Schilde führt. Ich führe nichts im Schilde. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich euch in irgendeiner Weise gekränkt haben sollte. Wir werden uns darum kümmern. Das klingt alles ganz und gar nicht gut. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ein Mönch aus dem Tzidzik-Orden. Hier nach all den Jahren. Und dann verschwindet er einfach wieder. Ich hoffe, wir haben ihn nicht irgendwie beleidigt. Nicht wirklich. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Das ist momentan unser geringstes Problem. Hat er euch noch irgendwas gesagt über seine Absichten? Hat er nicht gesagt. Er hat nur nach euch gefragt. Wirklich sehr seltsam. Eine andere Frage. Der Augur von Dunlein, ehemaliger Schüler hier, soll hier noch irgendwo herumhausen, was auch immer das heißen soll und was auch immer er ist. Als Erzmagier wisst ihr doch bestimmt Bescheid. Hat Tolf dir wieder Märchen erzählt? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert. Tolf dir also. Gut zu wissen. Also gut. Dann reden wir doch mal wieder mit Tolfdir, diesem Bündel an Vorsicht. Und wenn wir zufällig Entir irgendwo auf dem Weg sehen, können wir ihm seinen verdammten Stab zurückgeben. Hallo? Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Da ist er ja sogar. Lasst euch von ich glaube an der Akademie nur, wenn es weiter. Meine Güte, so viel los hier. Da sollten wir vielleicht gerade nicht mit Entir reden. Das ist vielleicht ein bisschen... Könntet ihr mir mal helfen? Ja, auch. Ich habe leider gar tatsächlich keine Zeit. Wenn sich die Lage etwas entspannt hat, komme ich auf euch zurück. Sorry. So, Tolfdir. Ah, und natürlich ist Tolfdir hier auch schon wieder verschwunden. Wo ist denn bitte Tolfdir hin? Hat er sich schon schlafen gelegt oder so? Jetzt ist dieses Auge oder was auch immer tatsächlich hier in der Mitte der Akademie. Das ist wirklich alles nicht so gut. Und jetzt müssen wir auch noch Tolfdir suchen. Inigo, I was wondering. Our friend is already training me, but do you think I could have a lesson or two from you as well? Of course. I could show you how to be a little more effective with that bow of yours. Oh, thank you. That'd be marvelous. Stimmt, dein Training. Das haben wir bisher ein bisschen vernachlässigt. Tut mir leid. Wir werden es so bald wie möglich fortsetzen. Ganz gewiss sind einige meiner Kollegen nicht ganz so begabt, wie sie es selbst gern glauben möchten. Ja, Entir, wartet mal eine Sekunde. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Ja, hier ist euer Stab. Dürfte ich nun bitte das Amulett haben? Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Kann ich nicht unbedingt das Gleiche sagen, aber was erledigt ist, ist erledigt. Wenn wir gerade schon dabei sind, ihr habt noch nicht zufällig vom Augur von Dunlein gehört? Oh nein, nein, davon will ich nichts hören. Das geht mir nichts an, gar nichts. Geht damit zu Tolfdir, der ist schließlich für euch alle zuständig. Na, auch nur wieder ein Tolfdir. Aber ihr wisst doch, wie man Sachen bekommt. Das könnte nützlich werden. Nun ja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Sucht mich in meinen Räumlichkeiten auf. Oh. Interessant. Okay, aber wo ist jetzt Tolfdir schon wieder? Meine Güte, das kann doch nicht so kompliziert sein. Hey, Onmund. Seit vielen Jahren schon hat niemand mehr vom Tzidzik-Orden gehört. Kaum zu glauben, dass jetzt plötzlich einer von ihnen hier auftaucht. Ja, darauf kommen wir gleich zurück. Das Angenehmste für euch zuerst.
Ich konnte euer Amulett zurückerlangen. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich zurückgeben würde. Ich danke euch. Es ist gut zu wissen, dass ich auf euch zählen kann. Ja, was wisst ihr denn über Ancano, den Talmor, in Anführungszeichen, Botschafter, Kontaktmann, Spion? Ich weiß, dass er ein Talmor ist und dass er behauptet, nur als Berater hier zu sein. Ich weiß auch, dass das niemand ernsthaft glaubt. Um ehrlich zu sein, ich versuche, ihm aus dem Weg zu gehen. Ja, das ist vielleicht ein gar nicht so schlechter Rat, aber ich weiß nicht, ob wir uns diesen Luxus erlauben können. Ich meine, ich weiß, dass ihr auch gerade erst... Inigo, schüpps mich doch nicht so zur Seite. Bitte. Ich bist zwar auch erst Schüler hier, aber du hast nicht zufällig vom Augur von Dunlein gehört? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Habt ihr Tolf dir gefragt? Er ist schon lange hier und weiß offenbar fast alles. Ja, ich suche ihn tatsächlich gerade. Man sollte meinen, dass man sich dass es nicht so viele Orte in dieser Bibliothek zum Verstecken geben würde, aber sie ist dann doch größer, als es von außen den Anschein hat. Gut zu sehen, dass es im Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Aber es gibt natürlich immer. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Da hast du dich also verkrochen, Teufdier. In deiner Kammer. Gut, das hätte ich mir vielleicht denken können. Oh, es ist gar nicht deine Kammer. Oder so. Du bist nur hier, um dir ein paar Forschungsobjekte zu holen. Das ist vielleicht nicht so das optimale Arrangement, hier dann gleich ein Zimmer zu haben, wenn man hier in die Sache muss. Was war das denn bitte? Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. So, aber du kannst mir doch hoffentlich erzählen, was es mit dem Augur von Dunlein auf sich hat. Ah, das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Meine Güte, es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. Werdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Unten in der Müllgrube? Das klingt ja einladend. Hier gibt's eine Müllgrube. Wo würde ich die denn finden? Unterhalb der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht. Okay. Ich meine, wenn Tolf dir von vor sich spricht, dann heißt das schon mal was. Bevor ich da runtergehe, könnt ihr mir vielleicht mehr sagen, als er wohnt in der Müllgrube und wir sollen ihm einen Gruß ausrichten? Nun, es würde ihm wohl nichts ausmachen. Das war natürlich alles vor meiner Zeit, wisst ihr? Ich habe die Geschichten gehört, genau wie alle anderen. Er war ein brillanter Schüler, ein versierter Zauberer, hat sich auf eine Weise in Magie vertieft, wie ich es noch nie bei jemandem gesehen hatte. Aber ich glaube, er hat sich zu sehr darauf konzentriert, wie viel Macht er erlangen könnte. Das führte schließlich zu dem Unfall. Was für ein Unfall? Wisst ihr noch, was ich euch am Anfang gesagt habe? Dass es euch vernichten könne, wenn ihr die Magie nicht beherrschen könntet. Damit meinte ich nicht nur, dass ihr dabei umkommen könntet. Der Unfall des Auguren ist ein weiteres, sehr reales Beispiel für ein vernichtetes Leben. Nun, es wurde als Unfall bezeichnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit Absicht geschah. Etwas muss schiefgelaufen sein und er endete in seinem jetzigen Zustand, an die Energien gebunden, die durch die Akademie fließen. Ich fand es nie richtig, ihn danach zu fragen. Danach, wie es sich anfühlt. Oder auch, ob er überhaupt etwas empfindet. Nun, aber ist noch da nach all der Zeit. Und wenn es vor eurer Zeit war, ist es bestimmt schon eine ganze Weile. Allein diese Tatsache könnte schon darauf hindeuten, dass es möglicherweise absichtlich war. Aber kein Grund zu spekulieren. This place has me homesick for the Arcane University. Oh, those heady student days.
Ja, ich weiß es gerade nicht. Ist die Akane Universität also gerade unter der Kontrolle von der Synode oder vom Flüsterkolleg? Ich glaube, die Synode, nicht wahr? Ja. Also, eines Tages werden wir vielleicht dort vorbeischauen. Das wäre doch was, in unsere Heimat zurückgehen, ne? Sounds like great fun. Let's go there. What could possibly go wrong? Ja, was könnte schon schief gehen? Schauen wir doch mal, ob es hier nach unten geht. Ich höre schon mal irgendwas. Oh je, ja. Der Architekturstil ist noch derselbe, aber hier sieht es definitiv schon deutlich älter aus. Ah, aber wir sind ja da oben, sind die Zimmer, ne? Wir sind jetzt unter dieser Magica-Quelle. Sehr interessant. Okay. Das sieht ja auch schon wieder sehr okkult aus. Und hier liegen überall Knochen. Ich bezweifle, dass es sich hierbei nur um eine reguläre Müllgrube handelt. Drauge. Direkt hier unter der Akademie. Na, großartig. Aber wo? Oh. Hier geht's, glaube ich, nach oben. Irgendwo wieder nach draußen. Da wollen wir jetzt ja momentan wirklich nicht hin. Auch wenn es da oben bestimmt angenehmer ist. Trotz der ganzen Kälte und dieser hängenden Skelette sehe ich ja jetzt erst. Na, das ist doch alles ein großer Spaß. Okay, hier könnten wir jetzt runterspringen, aber ohne Weg zurück nach oben ist das vielleicht keine so gute Idee. Ja, ich glaube, wir wollen gar nicht wissen, was hier schon alles an grausigen Ritualen und Experimenten durchgeführt wurde. Ich meine, nicht nur das, die können auch nicht mal hinter sich aufräumen und sauber machen. Je. Okay, es geht weiter nach unten und das klingt mir nach einem Eisgeist. Tja, ein Eisgeist weniger, würde ich sagen. Wo? War der beschworen? Oder ich kann die Überreste gerade nicht finden. Das ist schade, weil die sind eigentlich in der Alchemie sehr nützlich, beziehungsweise viel wert. Okay, hier ist eine magische Lichterquelle. Ob das jetzt heißt, dass wir unserem Ziel näher kommen? Keine Ahnung. Und irgendwo... Was haben wir denn da schon wieder Merkwürdiges? Ein großer Beschwörungszirkel. Das Zeichen des Reichs des Vergessens. Das ist zum Glück alles nicht ominös oder so. Was hältst du denn von dem allen hier? This place smells like forgotten manners and black magic. Definitiv, definitiv. My mind is a tree without leaves at the moment. Es wäre trotzdem noch mehr Vegetation, als hier vorhanden ist. How are you doing, my friend? Nicht so gut, um ehrlich zu sein, hier unten und mit dem... ist das, was auch immer hier drin ist, ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich meine, das ist teurer Alkohol, den können wir gerne mitnehmen, was auch immer der hier unten macht. Irgendein Blutstein, Feuersalz... Oh, hier... Die Atron... Ist das Atronach... Stimmt, von der Atronachenschmiede haben wir doch was gefunden. Irgendwie Rezepte in der Nähe von Einsamkeit. Ist das also die Atronachenschmiede? Ich meine, der Brief ging an Endtier, also macht es natürlich Sinn, dass die hier irgendwo in der Nähe ist. Oh, was haben wir hier oben noch für Steine? Lieber Neffe, es tut mir leid, dass ich euch nicht persönlich sehen kann, bevor ihr aufbrecht. Die Reise von Satrasmora ist zu dieser Jahreszeit trügerisch. Sonst hätte ich euch besucht, als ich die Neuigkeiten hörte. Den Nord hat meine gute Akademie in Winterfeste und ich bin sicher, dass ihr euch dort auszeichnen werdet. Vielleicht wisst ihr, dass auch ich sie besucht habe. Zu meiner Zeit war ich ein recht guter Schüler der Beschwörung.
Ich schicke euch meine Unterlagen zu etwas, was die Atronachenschmiede genannt wird. Ein kleines Projekt, das ich in Winterfeste verfolgt habe. Erwähnt nichts der Fakultät gegenüber, sondern fragt eure Mitschüler nach einem Ort namens Müllgrube. Dort findet ihr die Schmiede. Einige meiner Notizen sind leider fort, auf meinen Reisen in Himmelsrand verstreut und verloren gegangen. Vielleicht findet ihr bei euren eigenen Abenteuern noch einige davon wieder. Die Atronachenschmiede bietet wenige Hinweise darüber, wer sie erbaut hat, und noch weniger darüber, wie man ihr volles Potenzial erschließt. Nur durch planloses Experimentieren und ein paar angesenkte Augenbrauen habe ich ihre Funktion verstehen können. Die Schmiede besteht vor allem aus einem großen Podium von fast primitiver Machtart, aber verziert mit der traditionellen dädrischen Oblivion-Rune. Sie weist einen Opferstock sowie einen hervorspringenden Hebel auf. Zudem ist ein großer Aufbau zu sehen, der offenbar ein großes, rundes Objekt aufnehmen soll. Ich habe jedoch nicht feststellen können, worum es sich bei diesem fehlenden Objekt handelt oder wie es sich auf die Wirksamkeit der Schmiede auswirken könnte. Die Schmiede wird aktiviert, indem man bestimmte Gegenstände in den Opferstock steckt und dann den Hebel betätigt. Die Schmiede verbraucht die Gegenstände und beschwört dann etwas auf das Podium. Die Beschwörung lässt sich zuverlässig vorhersagen, wenn die richtigen Gegenstände in den Opferstock gesteckt werden. Aber viele Kombinationen zeigen entweder keine Wirkung oder führen zu katastrophalen Reaktionen. Einmal habe ich eine wilde Ziege beschworen. Nun, zumindest den größten Teil der Ziege. Planloses Herumexperimentieren mit der Schmiede ist gefährlich. Auf den folgenden Seiten habe ich die Rezepte aufgeführt, die ich entdeckt habe. Mit dem einfachsten, aber vielleicht auch dem gefährlichsten verlässlichen Rezept könnt ihr einen Atronachen beschwören. Die beschworenen Krieger greifen allerdings das erste Objekt an, das sie sehen. Macht euch bereit für einen Kampf, wenn ihr Grund habt, diese Rezepte zu verwenden. Feueratronach, Feuersalz und Rubin, Eisatronach, Frostsalz und Saphir, Sturmatronach, Salz der Leere und Amethyst. Ja, was für einen Nutzen sollte es aber bringen, wenn die wild sind? Ich meine, wenn wir zum Beispiel Feueratronach beschwören, Feuersalz und Rubin, wir beschwören ihn, besiegen ihn, Feuersalz bekommen wir vielleicht zurück durch den Feueratronach und der Rubin ist dann ausgenutzt sozusagen. Merkwürdig, merkwürdig. Aber die anderen Rezepte, die wir gefunden haben, klangen dagegen schon deutlich nützlicher. Ein weiteres mögliches Projekt, wenn sich die Lage dann ein bisschen entspannt haben sollte. Verbotener Käse. Na, der sieht ja gesund aus. Nehmen wir ihn mal mit. Hier mal noch eine Notiz. I've done it. After infusing the properties of countless alchemical ingredients in a base of only the most revolting moldy cheese, as per the instruction of a purple-suited fellow in my dream, I've made the most potent magicka enhancing artifact in history. Savos Aran was a fool for dismissing me from the college. When I've wiped him and the college off that stupid rock with more magical power than all the mages here have put together, he'll see. They all see. I think I'll cut off a slice now. Hier ein paar Skelettspuren, in was sieht einer großen Brand- oder Explosionsspur aussieht. Ich glaube nicht, dass der Käse so gewirkt hat, wie er sich das erwartet hatte. Und ich glaube auch nicht, dass wir diesen Käse probieren sollten. Nur mal so. Okay, und wo geht's hier hinten hin? Altar. The ritual must be performed after midnight in the light of the revenant. Okay, was auch immer das für eine ungute Todesbeschwörungsmagie ist. Zumindest sieht es mir nicht nach einem freundlichen Ponybeschwören aus. Und sehr labyrinthartig ist es hier unten auch noch. Das sieht wirklich hier alles sehr primitiv oder zumindest urtümlich aus. Alte Magie. Okay, und wo geht's hier oben lang? Ah, und da ist der Drauger, den wir gesucht haben. Okay,
ansonsten geht es hier nirgendwo hin. Okay, diese große Tür ist verschlossen. Hoffen wir mal. Oh, und sieh doch diese Statuen dort oben an. Wo es da wohl hingeht, hoffen wir mal, dass der Augur nicht dahinter ist, weil sonst haben wir ein Problem. Okay, aber hier geht es auch noch weiter. Oh, großartig, und es geht noch weiter nach unten. War ja noch nicht gruselig und unheimlich genug. Inigo, Lucien, kommt ihr? Ich möchte hier wirklich nicht alleine durch. Okay, hier geht's irgendwie nach unten. Hopp, Eisgeist. Na, immerhin können wir diesmal die Eiszähne abgreifen. Das ist doch auch schon mal was wert. Okay, und wieder zwei Wege. Gehen wir erstmal den linken, weil wenn wir immer den linken Weg nehmen, dann ist die Gefahr nicht so groß, dass wir uns verirren, wenn wir die hier systematisch Eure abgehen. Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. Oh. Ihr beharrt noch immer darauf. Nun denn, tretet ein. Okay. Ist das der Augur? Seid ihr der Augur von Dunlein? Ich bin der, den ihr gesucht habt. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Was hat begonnen? Da gibt es nämlich sehr viele Möglichkeiten, keine davon besonders angenehm. Was ist es denn, was ich suche? Ihr sucht, wonach all jene suchen, die über die Magie gebieten. Wissen. Definitiv. Ihr werdet Folgendes herausfinden. Wissen macht korrupt. Es zerstört. Es verschlingt. Ihr sucht Sinn, den Schutz im Wissen. Ihr werdet ihn nicht finden. Der Talmor, ich hoffe, dass ihr euch irrt. Und es wird sein Ende bedeuten, wie es bei so vielen der Fall war. Nun, ich würde ihm keine Tränen nachweinen. Die Frage ist, um welchen Preis? Das heißt, ein Kano war vor mir hier. Nein, doch ihr könntet der Letzte sein. Auch derjenige, der sich am Kano nennt, suchte mein Wissen, wenngleich er andere Fragen hatte. Euer Pfad unterscheidet sich von den meisten anderen. Ihr werdet geleitet, zu etwas hingeführt. Es ist ein guter Pfad, den schon viele beschritten haben. Ein Pfad, der eure Akademie zu retten vermag. Ich will euch sagen, was ihr wissen müsst, um darauf weiterzugehen. Ein guter Pfad, ha? Und diese Pfade, die ich gehe, die anscheinend vielleicht nicht vorherbestimmt wurden, aber irgendeine Macht oder Mächte haben da auf jeden Fall ihre Finger im Spiel. Ich würde mich nicht wundern, wenn die dafür verantwortlich sind, dass, naja, mein ganzes Sterblichkeitsdilemma. Also müssen wir vielleicht nicht allgemein in der Magie suchen, sondern die Mächte identifizieren, die dafür verantwortlich sind. Und was brauche ich denn? Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier.
Okay. Und da ist er hinfort. Nicht sehr höflich, hat sich noch nicht mal verabschiedet. Anyway, next on the list, a staff belonging to Magnus himself. Easy. Ja, anscheinend gibt es zu der Kugel auch noch den passenden Stab dazu. Und ich meine, wir haben schon ein Artefakt hier, was möglicherweise einen großen Krieg auslösen könnte. Warum holen wir uns nicht ein zweites noch dazu? Es kann ja nur gut ausgehen. I like this Lucian fellow, my friend. He may look a little flimsy, but I think he is stronger than he knows. Ja, ich glaube auch, wir drei sind ein gutes Team. No. Doch, doch, durchaus. Da schließe ich dich gerne mit ein. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden. Genau. Danke, wenn du mich durchlassen würdest. So. Trotzdem sollten wir nicht gehen, bevor wir hier nicht uns ein bisschen gründlicher uns umgeschaut haben. Wer weiß, vielleicht hat Ancano ja noch andere Spuren hinterlassen. Untote, was uns hier unten eigentlich nicht überraschen dürfte. Und das ehrlich gesagt auch nicht wirklich tut. Okay, was haben wir? Na klar, eine Schneebären-Crossdata. Das ist auf jeden Fall das, was ich hier unten erwartet habe. Die Rerum Direnis, okay. Oh, ein Alchemiebuch, hm? Nützlich für die Zukunft. Wenn ich irgendwann mal die Zeit finden sollte, mich näher mit der Alchemie zu beschäftigen. Aber irgendwie gibt es ja immer tausend Sachen, die dringender sind. Okay, und der letzte und nächste unheimlich aussehende Beschwörungszirkel mit Oblivion-Rune und blutverschmiertem Skelett in der Nähe. Korrektur. Skeletten. Was bist du? Die Skelette haben auch nichts dabei, was das Ganze aufklären könnte. Hier vielleicht irgendwas? Nee, das sind hier nur weitere Alchemiezutaten, so wie es aussieht. Wenn nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Aber ein paar Antworten wären auch nicht schlecht. Oh, oh. Hier sind... Also irgendjemand hat hier gleich zwei Sets an Notizen und Schlüsseln platziert. Das ist sehr freundlich. Bericht zum Vorfall in der Müllgrube. Die vermissten Studenten wurden heute Morgen in der Müllgrube gefunden. Tot. Wie erwartet. Keiner von uns machte sich zu diesem Zeitpunkt mehr die Mühe, einen Leben-Entdecken-Zauber für die Suche aufrechtzuerhalten. Die Leichen wurden zusammengefunden. Und jede wies die gleichen Deformitäten auf. Abgeblätterte und blasige Haut an den Armen und im Gesicht. Beschwörerbrand, wie es an der Akademie gemeinhin genannt wird. Es bestehen kaum Zweifel, dass sie sich an einem Beschwörungsritual versucht haben, das ihre Fähigkeiten weit überstieg. Das Relikt in ihrer Nähe räumte jegliche Zweifel an dieser Theorie aus. Ich gebe zu, dass ich noch nie so etwas gesehen habe. Eine große, segmentierte Skulptur eines Panzerhandschuhs, dessen Handfläche das dädrische Oblivion-Zeichen aufwies. Jeder Versuch, ihn zu bewegen, war vergeblich. Ich muss den Erzmagier Sadov bei seinem bevorstehenden Besuch zeigen. Vielleicht weiß er mehr. Wir konnten das Relikt zwar nicht bewegen, aber es gelang mir, vier Ringe davon zu entfernen. Ich bin sicher, es gibt eine Verbindung zwischen ihnen und dem Ritual, das die Studenten durchzuführen versuchten. Ich werde sie im Arcaneum verwahren, bis wir einen Beschwörungsmeister befragen können, um mehr darüber zu erfahren. Okay, ein Beschwörungsritual. Gut, das hättet uns das Symbol gehen lassen mit vier Ringen, die irgendwo verstaut sind. Ich meine, ich bin natürlich neugierig, aber... Dieses Beschwörungsritual scheint hier nicht unbedingt die gesündeste Idee zu sein. Und Schlüssel nehmen wir uns trotzdem mal mit. Vielleicht sollten wir zumindest die Ringe sicherstellen. Und hier haben wir noch eine Notiz an den Erzmagier. Dear Savos, recently I had a visit of Idras Lass,
oldest son of the Sluss family. He came to me with the request to keep safe a blade he inherited from his late father, the great Indralis Sluss, who passed away not 2 months ago. Young Idras told me the blade is twisted, and he does not want it near him or his family. He did not say so, but I strongly assume the blade was involved in his father's death. Idras would like to get rid of, or destroy the blade, but is reluctant to do so since it is a family heirloom. The blade possesses a curious magical power, and as such, Lars came to me for studying and safekeeping the blade. I did a short study of it and have concluded this is the powerful bipolar blade of lore. The decoration on the blade illustrates the twisted nature perfectly. It seems the weapon has a mind of its own, deciding on its own to send its targets either into a blood frenzy or a calm state of mind. I am no weapon expert, but it is clear this blade is dangerous in the wrong hands. Therefore, I send it to the college. You can keep it safer there than I can. Store the bipolar blade somewhere safe where none will touch it, but don't destroy it. Let's not rule out the possibility of Lars coming to claim it at a later date. I trust you will know what to do. Your friend, Edie.